10 Minuten Investition in Ihre Partnerschaft pro Woche und wir sagen Ihnen, es lohnt sich wirklich. Weil, warum? Sie reden in dem Moment über sich und es passiert genau das, was damals, als Sie verliebt waren, auch passiert ist. Sie lernen sich wieder mehr kennen, ich weiß, wo sie steht und sie weiß, wo ich stehe. Was glauben Sie, ist am Ende Ihres Lebens wirklich noch wichtig? Wir haben uns die Frage gestellt. Und wenn ich sie für mich beantworte, wird es nicht mein Auto sein, es wird auch nicht das tolle Haus sein, in dem ich wohne, und es wird auch kein Bankkonto sein, sondern es werden Dinge sein, die mich berührt haben, die mich bewegt haben. Und es werden die Menschen sein, die ich liebe. Ich habe letzte Woche so ein berührendes YouTube-Video gesehen von einem 93-jährigen Mann, der seine Frau auf dem Sterbebett im Krankenhaus noch einmal ihr gemeinsames Lied vorsang. Das hat mich so berührt, weil ich das ganze Leben, das die beiden wohl miteinander teilten, noch einmal vor meinem geistigen Auge erleben konnte. Ich konnte sehen, wie sehr sie sich liebten bis zum Ende dieser Tage, wie sehr sie miteinander vertraut waren. Und wie sie dennoch in dieser schweren Stunde, in der es um Abschied ging, immer noch so dankbar füreinander waren und so wertschätzend. Und da habe ich bei mir gedacht, ich möchte am Ende meines Lebens nicht alleine sein. Ich möchte mit den Menschen sein, die ich liebe und die mich lieben. Was meinen Sie? Wie viel redet ein Paar, so wie wir, die so einige Zeit schon miteinander zusammen sind, vielleicht ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, wie lange reden die noch miteinander? Statistisch reden solche Paare gerade mal 15 Minuten am Tag miteinander. Und worüber reden die? Höchstwahrscheinlich über, wer holt die Kinder ab, wann kommt die Schwiegermutter und wohin fahren wir in Urlaub? Und selbst obwohl wir als Paarcoaches arbeiten und schon viele Jahre Seminare leiten für Menschen, die sich persönlich entwickeln wollen, erleben wir das selber manchmal, dass wir uns wie von so einem Alltagsstrudel weggezogen fühlen. Und manchmal am Ende des Tages schaue ich ihn an und denke mir so, wie es ihm wohl geht. Und statt ihn zu fragen, nehme ich mein Handy und check mal schnell auf Facebook, wer was heute Mittag zu essen hatte und wer gerade wo, wie, wann im Urlaub ist. Und was meinen Sie? Können Sie sich vorstellen, dass ich lieber in den Computer schaue, als in die wunderschönen Augen meiner Frau? Können Sie sich nicht vorstellen. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber es passiert regelmäßig. Ich bin dann total mitgerissen von irgendwelchen Dingen, die mich ja ablenken. Letztendlich lebe ich ganz oft in Beziehungen als Paarcoach. Etwas, was ich überhaupt nicht will. Und das ist etwas, was wir heute Abend hier ganz besonders anschauen wollen. Denn Paarbeziehungen wird von ganz alleine schlechter. Da brauchen Sie gar nichts zu tun. Aber es gibt vieles, was Sie dafür tun können, dass es sich verbessert im Miteinander. Wir probieren mal was aus. Nehmen Sie doch einfach alle mal den rechten Arm nach oben. 1200 Arme sind jetzt in der Luft, unglaublich. Und jetzt lassen Sie diesen rechten Arm einmal ganz langsam absinken um Ihren rechten Sitznachbarn herum. Und wenn Sie jetzt zu zweit da sind, machen Sie völlig unterschiedliche Erfahrungen. Der eine hat eine ganz bekannte Schulter, der andere eine ganz neue. Und jetzt schauen Sie sich mal um. Schauen Sie mal in die Augen. Schauen Sie sich mal neben sich. Und jetzt küssen Sie sich auf den Mund. Nein, okay. Ah, okay. Das war nur ein Spaß. Aber sagen Sie mal kurz Hallo. Begrüßen Sie sich doch mal. Sie sitzen schon den ganzen Abend nebeneinander. Merken Sie, wie sich die Energie in diesem Raum verändert? Alleine nur durch so eine kleine Übung. Und schon ist irgendwie der Bann gebrochen. Und jetzt stellen Sie sich bitte noch mal für einen Moment vor, wie es war, als Sie so richtig verliebt waren. Worüber haben Sie da gesprochen? Also unsere Verliebtheitsphase, die ist schon einige Jahre her, aber wir waren so begeistert voneinander, wir konnten gar nicht voneinander lassen. Ich wollte immer mit ihm sein und ich wollte alles von ihm erfahren und ich habe alles über mich erzählt, damit wir einander besser kennenlernen. Und wir haben gemeinsam schon damals Seminare geleitet und in den Pausen, da konnten wir gar nicht schnell genug auf dem Zimmer sein, um mal wieder endlich miteinander zu sein. Wir haben teilweise 3 Stunden miteinander telefoniert. 3 Stunden. Ich weiß nicht, worüber wir gesprochen haben.
Und ich weiß nicht, ob wir das heute nochmal hinkriegen. Aber das Faszinierende war, wir haben über uns geredet. Wir haben über uns erzählt und darüber sind wir uns näher gekommen und deswegen sind wir in einer Beziehung gelandet. Und das ist halt das, was oftmals passiert. Wir verlieren uns irgendwie alle miteinander als Paar immer mehr in so einem Alltagsstrudel und uns geht es manchmal genauso. Wir haben eine Umfrage gemacht und zwar eine Umfrage unter unseren Seminar- und Ausbildungsteilnehmern. Wir wollten wissen, woran scheitern Beziehungen? Und Mann und Frau gleichermaßen hat gesagt, dass Beziehungen daran scheitern, dass wir zu wenig miteinander reden. Und nicht nur, dass wir zu wenig miteinander reden, wir reden auch noch irgendwie total unterschiedlich. Wenn ich beispielsweise ein Problem habe, dann will ich es einfach nur erzählen. Dann will ich es erzählen, weil dann merke ich so, während ich das erzähle, da wird es in mir irgendwie immer klarer und ich weiß dann besser, was los ist und ich fühle dann auch so, ach, das ist das jetzt gerade. Und dann bin ich manchmal echt total erstaunt, weil Walter mir spätestens nach 3 Minuten regelmäßig irgendeinen Lösungsvorschlag präsentiert. Und ich mir so denke, aber ich will den noch gar nicht hören. Ich will dir noch erzählen. Aber ich höre unausgesprochen von Christina, finde eine Lösung für mein Problem. Warum ist das so? Weil ich anders ticke. Wenn ich ein Problem habe, dann verschwinde ich erstmal in meiner Höhle. Und ich komme da erst wieder raus, wenn ich entweder eine Lösung gefunden habe oder es zumindest klar kommunizieren kann. Und liebe Frauen, kennen Sie das? Er kommt nach Hause, ist irgendwie so seltsam und so zurückgezogen. Und natürlich frage ich nach, ich will wissen, was er hat. Und ich sage so, Walter, was hast du denn? Nix. Oh. Und wenn er sagt nix, oh, da gehen bei mir alle Alarmsignale an. Da denke ich mir so, ach du Scheiße, da ist doch irgendwas. Ich kann es doch deutlich fühlen, der hat doch irgendwas. Da stimmt doch was nicht. Am Ende haben wir eine Beziehungskrise und ich weiß noch gar nichts davon. Habe ich irgendwas gemacht? Nee. Aber vielleicht gibt es da sogar schon eine andere Frau. Und dann muss ich natürlich sofort nochmal nachfragen. Dann sage ich, Walter, du bitte sag's mir doch unbedingt. Ich will, also wir kriegen da bestimmt eine Lösung hin, aber lass mich teilhaben, was gerade ist. Wenn ich sage nix, dann meine ich nix. Und nix heißt auch, lass mir doch bitte ein paar Minuten meine Ruhe in meiner Höhle. Und wenn ich was hab, und das kommt häufiger vor, und ich bin da gerade so am Nachdenken drüber und er bemerkt es sogar ausnahmsweise mal, dass ich was hab. Und er fragt sogar nach. Und ich sag dann, ach du, passt schon, ist nix, alles gut. Jetzt darf ich dranbleiben. Jetzt darf ich all meine Aufmerksamkeit drauf auf sie lenken, weil nix heißt nicht nix bei ihr. Nix heißt, ich möchte gern was erzählen. Und wenn ich das nicht tue, was passiert? Dann fühle ich mich überhaupt nicht gesehen. Dann habe ich das Gefühl, der nimmt mich ja gar nicht wahr und interessiert sich nicht für mich. Und so unterschiedlich sind wir. Und wenn wir das verstehen, dass wir einfach auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren, dann kommen wir wieder auch näher zusammen. Und nicht nur, dass wir unterschiedlich kommunizieren, mir kommt das manchmal so vor, als würden wir komplett verschiedene Sprachen sprechen. Ich spreche frauisch und er männisch. Und wir sitzen irgendwie mittags am Arbeitstisch, es ist schon 2:30, wir sind schön brav hier dabei am Arbeiten, unsere Online-Programme zu machen und irgendwie merke ich so, boah, Mensch, langsam könnten wir jetzt aber auch mal was essen, irgendwie habe ich Hunger. Und dann sage ich so, sag mal, Walter, hast du Hunger? Oh nö, ich habe gut gefrühstückt. Und dann sitzen wir weiter da, es vergeht die nächste halbe Stunde, er rödelt Eis noch rum und ich denke mir so, sag mal, hat der mich nicht verstanden? Ich habe doch ganz klar und deutlich gesagt, dass ich Hunger habe. Und wenn ich das nicht raushöre aus Ihrem Satz, hast du Hunger? Sie meint, sie hat Hunger und wenn wir nicht in 15 Minuten an einem Tisch sitzen und etwas essen, dann rauscht hier die Laune in den Keller. Und auf diesen unterschiedlichen Ebenen kommunizieren wir und daher lasse ich mir jetzt die Sätze einfach übersetzen in meine Sprache. Neulich der Satz, Walter, wir sollten uns gesünder ernähren. Schon mal gehört jemand? Na. Und dann sage ich, Schatzi, was heißt das in meiner Sprache? Heißt es, wir sollen ins Fitnessstudio gehen? Ich soll nicht so viel Currywurst essen oder kriege ich einen Bauch? Und wenn wir das nicht verstehen, deswegen rate ich allen, meistens sind es die Männer, diese Zwischentöne einfach nachzufragen und sie werden viel mehr Freude in Beziehungen haben. Als wir diesen Vortrag vorbereitet haben, boah, da war ich so richtig in meinem Metier. Ich war begeistert. Ich habe 1000 Ideen vorgebracht und ich hatte den Satz und den Satz noch und ich war so richtig Christina, drin. Christina, wenn wir diesen Vortrag haben, schau mal, dass du es nicht so rumwedelst mit den Armen, versuch mal klar und deutlich zu reden und etwas langsamer, dann verstehen dich die Leute auch. Boah, können Sie sich vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe? Motivation zero, null, nichts mehr. Ich habe mir so gedacht, den Vortrag, den brauche ich gar nicht machen, den will ich gar nicht machen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Und dann habe ich mich erstmal zu ihm gedreht und habe gesagt, Walter, verdammt nochmal, immer kritisierst du mich.
Und nie darf ich ausreden. Und du willst Parkcoach sein? Immer und nie. Meine Lieblingsworte. Und dann geht's bei mir los. Jetzt hat sie meinen Knopf gedrückt. Und wenn mein Knopf gedrückt ist, dann kommt bei mir so dieses Gefühl, ich kann machen, was ich will und es reicht nie aus. Kennen Sie das vielleicht, der eine oder andere? Ich kann machen, was ich will. Meine konstruktiv gut gemeinte Kritik wird einfach weggewischt. Und was passiert dabei? Wir drücken uns gegenseitig die Knöpfe. Und wenn wir das nicht verstehen, dass der Knopf aber bei mir ist und Ihr Knopf ist bei ihr, dann hauen wir uns gegenseitig die Themen um die Ohren, und zwar unsere eigenen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben einen kurzen Moment angehalten und haben beide so festgestellt, mal ganz selbst ehrlich, dass wir so ein bisschen übersteigert reagiert haben. Da haben wir einfach mal so geguckt, was war denn das jetzt? Und ich habe festgestellt, so für mich, ich war vielleicht maximal 5 Jahre alt, als er das zu mir gesagt hat. Und vor mir stand auch nicht mein Walter, sondern meine Mutter, die schon immer alles, was ich gemacht habe, generell total scheiße fand. Von daher habe ich verstanden, dass er seinen Finger nur in so eine Wunde reingelegt hat bei mir. Aber es war tatsächlich meine alte Wunde. Und wenn wir das erkennen als Paare, dass wir gegenseitig die Knöpfe drücken, dann können wir auch achtsamer mit den Knöpfen unseres Partners sein. Dann können wir, wenn wir sie kennenlernen und darüber reden, dann muss ich da nicht mit Absicht draufdrücken. Und wenn mein Knopf gedrückt wird, dann kann ich auch verstehen, okay, es ist vielleicht gar nicht die Situation jetzt, sondern eine, die ist vielleicht viel älter. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben einmal in der Woche ein festes Date mit Ihrem Partner. Mindestens 10 Minuten lang, gern auch länger. Und Sie wissen, in dieser Zeit, da habe ich 5 Minuten Zeit, einfach mal nur zu erzählen, wo ich gerade stehe, wie es mir gerade geht, ob ich gerade glücklich oder vielleicht auch unglücklich bin. Und mein Partner hört mir einfach nur zu. Ohne etwas zu erwidern oder irgendwelche Ratschläge zu geben, er ist einfach nur da und lauscht dem, was ich sage. Und danach, nach diesen 5 Minuten, hat er wiederum 5 Minuten Zeit. Und da erzählt er von sich, erzählt, was ihn gerade beschäftigt, wie es ihm gerade geht, und ich höre nur zu. Und so sind wir wieder miteinander im Kontakt und wir machen das, was wir in der Verliebtheitsphase ganz oft gemacht haben. Wir erzählen voneinander und sind so in einer Verbundenheit, wissen, wo der andere gerade steht. Was Christina gerade sagt, ist eins unserer 3 Tools, die wir Ihnen heute Abend gerne mitgeben wollen, und zwar die Herzzeit, so wie wir es nennen. 10 Minuten Investition in Ihre Partnerschaft pro Woche, und wir sagen Ihnen, es lohnt sich wirklich. Weil, warum? Sie reden in dem Moment über sich und es passiert genau das, was damals, als Sie verliebt waren, auch passiert ist. Sie lernen sich wieder mehr kennen. Ich weiß, wo sie steht und sie weiß, wo ich stehe. Anderes Thema. Skifahren. Skifahren. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist für mich Skifahren eine 10 toll. Ich liebe Skifahren. Ich liebe es schon, die Hänge runter zu karfen. Ich habe es als Kind geliebt. Oh, also Skifahren ist für mich wirklich das Größte. Und ich, Sie können sich vielleicht schon vorstellen, finde Skifahren einfach schrecklich. War schon früher so. Ich wurde immer in irgendwelchen doofen Skikurse geschleppt, habe mich dann den ganzen Tag gequält. Es war super, super kalt. Der Boden ist auch verdammt nochmal hart, wenn man drauf fällt. Und ich konnte es überhaupt nicht genießen. Als Kind schon, ich sehe mich immer noch, den Hang runterfahren, heulend und hoffend, dass es einfach nur bald vorbei ist. Sie spüren einen leichten Interessenskonflikt im Bereich Skifahren? Und dadurch, dass wir es ausgedrückt haben, ist der relativ klar. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Für Sie eine 1 bis 10 schrecklich, für mich eine 1 bis 10 toll. Jetzt stellen Sie sich mal kurz vor, wir hätten das nicht so klar kommuniziert. Und ich hätte Sie überredet, komm doch mit in die Berge. Und ich hätte es gemacht, ihm zuliebe. Wir fahren um 9 Uhr morgens im Sessellift den Berg hoch, klirrende Kälte, frisch gemachte Piste. Können Sie sich vorstellen, was da für eine Stimmung ist im Sessellift? Können Sie sich vorstellen, was da passiert? Da wollen Sie nicht mehr Skifahren, da wollen Sie nur noch nach Hause fahren. Und wenn Sie diese Skala, so nennen wir dieses Tool, in Ihren ganz normalen Sprachgebrauch einbinden, nämlich auszudrücken, was Ihnen wie wichtig ist, können Sie solche Situationen vermeiden. Die Skala ist ein tolles Werkzeug, in dem ich einfach sage, von 1 bis 10 ist es mir eine 5, eine 6 oder eine 8 oder eine 10 wichtig oder eben unwichtig. Wann haben Sie sich das letzte Mal in die Augen geschaut? Mal so wirklich länger. Als Paar. 1-2 Minuten lang. Mindestens. Sie können sich gar nicht vorstellen,
wie wir das in unseren Seminaren und auch in unseren Paar-Coachings erleben, wie berührend das ist, wie viel Verbindung und Liebe da wieder zum Vorschein kommt. Das verbindet miteinander so unglaublich. Es ist so berührend, was wir da immer wieder erleben. Und ganz besonders bei Paaren, die zu uns kommen, wir kommen ja dann, sie haben meistens ja ein Thema, sie haben sich gerade gezofft. Und wenn wir ihnen sagen, setzt euch einfach mal voneinander, schließt die Augen und dann schaut euch an, da laufen regelmäßig bei beiden die Tränen, komischerweise. Warum? Weil da etwas anderes berührt wird, nämlich das, warum die beiden eigentlich ursprünglich einmal zusammen waren. Aber kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich, wenn wir uns mal so richtig gezofft haben, kennen Sie das auch? Wenn es so richtig, bei uns kracht es manchmal richtig. Nicht oft, aber wenn, dann könnte ich mir lieber die Zunge abbeißen, als dass ich danach wieder auf Sie zugehe. Und wir haben etwas vereinbart. Wenn wir uns richtig streiten, um wieder Kontakt zu kriegen, dass einer von uns beiden, der als erstes über seinen Schatten springt, dass der auf den anderen zugeht und sagt, Schatzi, lass uns drauf anstoßen, dass wir es mal so richtig verkackt haben. Und in dem Moment lachen wir beide und dieses Drama, das vorher da war, das verfliegt. Wir haben es oft ausprobiert und ich kann es Ihnen sehr empfehlen. Machen Sie etwas aus, solange Sie sich noch gut verstehen, um genau diese Hürde, zu überwinden, weil sonst, manche Paare sind teilweise 2 Wochen, reden nicht mehr miteinander, das muss überhaupt nicht sein, weil wir erinnern uns regelmäßig 2 Wochen lang danach nicht mehr daran, worüber wir uns gestritten haben. Wir sind Paarexperten. Und was ist ein Experte? Ein Experte ist ein Mensch, der auf einem speziellen Gebiet, bei uns Partnerschaft, alle möglichen Fehler schon gemacht hat. Und wir können sagen, wir haben schon sehr viele Fehler gemacht. Aber wir haben uns entschieden, diese Fehler nicht noch einmal zu machen. Und wir haben uns deshalb entschieden, das Herz immer wieder über den Kopf zu stellen. Unser Herz füreinander immer wieder zu öffnen. Und deshalb haben wir Ihnen diese Karte hier mitgebracht. Wir haben sie für Sie dort hinten auf dem Büchertisch, sodass Sie sie mitnehmen können. Auf der Rückseite stehen all die Tools, die wir Ihnen heute mitgegeben haben. Und wir wollen Sie einladen, dass Sie diese Karte mit nach Hause nehmen und ab und an mal Ihrem Partner zeigen. Nicht als rote Karte, sondern als Einladung. Vielleicht mal das ein oder andere Tool hier auszuprobieren, um wieder mehr in Kontakt und mehr in eine schöne Verbundenheit und Nähe zu kommen. In Paarbeziehungen zu investieren lohnt sich, weil ich kenne aus eigener Erfahrung, dass wenn die zerbricht, ich weder irgendetwas arbeiten kann, noch einen klaren Gedanken fassen kann. Daher freuen wir uns, wenn wir Ihnen heute Abend ein Stück weit, wenn wir Sie mitnehmen konnten auf diesen Weg, wieder hin in eine erfüllende, glückliche Paarbeziehung, die getragen ist voneinander, von dem Vertrauen, das Sie zueinander haben und von der Offenheit, die Sie immer wieder an den Tag legen, mal über den eigenen Schatten zu springen und miteinander am Ende des Lebens, so wie dieses Paar vom Anfang, immer noch in Liebe und Dankbarkeit miteinander zu sein. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir unser Ziel für heute Abend erreicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, wir sind Gedankentanken, die Plattform, die dich weiterbringt. Wie hat's dir gefallen? Was fandst du richtig? Was siehst du anders? Bitte kommentiere doch und abonniere hier unseren Kanal. Und bitte schau dir auch gleich hier das nächste Video an, da ist wieder was für dich dabei. Und wenn dich das Thema persönliche Weiterentwicklung interessiert, das absolute Superangebot, und zwar hier findest du unser Gedankentanken-Basisseminar Dein Mindset für Glück und Erfolg. Also wenn du Lust darauf hast, Erfolgsstrategien für Job und Privatleben zu erlernen von richtigen, coolen Experten, dann ist das hier das Gratis-Seminar, für welches du dich jetzt hier anmelden kannst. Und ansonsten würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, vielleicht auf einem Gedankentanken-Event oder aber wenn du mindestens mal unsere Website besuchst, www.gedankentanken.com. Dort findest du jede Menge spannende Seminare und Angebote und wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, also wahrscheinlich auch bei dir um die Ecke.